Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Wuthering Waves. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich vorhatte. Ich dachte eigentlich, ich stehe noch vor diesem Ding, wo sie gefangen ist. Ah ja, genau, stimmt. Wir müssen diese Zeitdinger alle machen. Sind die Fackel auf 65? Obey me. The hour of hope. Es dauert langsam echt lange, vor allem wurden mir diese scheiß Gegner immer stärker. War da denn noch einer? Ah ja. Oh, hallo. Tear them to pieces. Time to wrap it up. Together we fight. I must not. Alter, echt mit zwei Schlägen? Darf ich jetzt echt leveln gehen, weil die jetzt plötzlich mittendrin meinen, die müssen da solche. Wo? Alter. Luminous Energy. Was macht der da im Hintergrund? Hey, der da hinten lebt er immer noch? Warum sind denn die Gegner plötzlich 10 Levels drüber, Alter? Ich meine, ich bin nicht gut levelt, ne, also. Obey me. Zapstring, it's our curtain call. Strike is one. Fluorescent shadows. Strike fast. Gloom. Now I'm super dehydrated. Warum hat jetzt das Ausweichen nicht funktioniert? Onwards. Embrace the change. Lend me your strength. No mercy. Was? Ach komm jetzt, Alter. Warum macht er jetzt plötzlich so eine Attacke? Obey me. Nein, geh weg. Alter. Kann ich diese Dinger eigentlich irgendwie machen? Keine Ahnung. Warte mal, stimmt, da gab es ja noch mal was. Inventarausstattung. Was war eine Ausstattung eigentlich? Ah, okay. Jetzt los. Was ist das da? Lesen. Handel von Rover, den von Amnesie im Berg vermannt kam und zusammen mit Hüten den Anfang Jin so gründete.
Okay, der steht jetzt da einfach so. Oh, was ist da los? Once, tacit discords terrorized the land. The region of Jinjo was under siege. A mother and her newborn child were hiding in ruins, trying to avoid the deadly creatures. They weren't safe for long, as the tacit discord found them. The mother sacrificed herself to protect her child. But with her gone, it was difficult for the newborn to survive. In a couple of minutes, its loud cries gradually died out. Fortunately, the newborn's cries echoed through the forest with a unique resonance that reached the ears of the mighty Sentinel. With a burst of energy, our Sentinel dispelled the surrounding evils. But sadly, it was too late. That night, Mount Firmament shook with the roars of a lung, and dark clouds gathered. The Sentinel returned with a dead infant in its embrace. As if by magic, somber clouds parted, and shooting stars lit up the sky. With Mount Firmament's unique flow of time, the Sentinel brought the deceased infant back to life. The resurrected infant became known as the Sentinel's appointed resonator and went on to become the magistrate of Jinjo. Ist das nicht so, was wir eh schon wussten? Also zum Teil. Der verstorbene Säugling hier ist es. Yes, it's me. I've lived in Jinjo my whole life and never ventured into Hongjen. Yet even I know of the legend. To me, Jue is more than just our sentinel or a revered divine being. It raised me and saved me from certain death. I've been thinking about it on our way here. If the Sentinel predicted our fight, why would it even bother saving me in the first place? Was nötig ist? Now I understand why. Because I am the Sentinel's resonator. I may not have any extraordinary abilities, but I do possess the temporal program that it accidentally lost. If Jinjo ever faces a similar time crisis, I might be the only one who can set things right. In our Sentinel's prediction, the battle between us is supposed to happen in the distant future. He had been waiting for an opportunity, a right moment to tell me the truth. That's why it didn't explain. Now may not be the opportunity the Sentinel has been waiting for. But my body cannot hold up much longer. I have to go and face it while I still can. To learn about the truth or complete our destined battle. Als dein Freund will ich nicht, dass du leidest. Give up my duty. I never thought about it. To be honest, I did doubt myself many times. It was the endless kindness of you, Cheng Li, Xing Yi, and everyone in Jinjo that gave me the courage to push on. Even Jue's decision to bring me back to life, whether out of pity or not, I am truly grateful. The thought of it warms my heart every time. Jinjo holds everything that's dear to me. Even without the title of magistrate, I could never leave Jinjo behind. Aber deine Verletzungen. I'm okay.
Nope. The pain I'm feeling is nothing compared to those trapped in the temporal disruptions. I must find the Sentinel as soon as possible. We draw from the same source of power. Saving it means saving myself. Musst du gegen das Wütende kämpfen? If there is truly no other option in the end, then I will have to fight it. I refuse to back down. I will fight. To protect the Sentinel and to defend Jinjo. One life may be lost, but many will be saved. If it means keeping everyone safe, then I have no regrets giving my own life. But let me make one thing clear. I am not planning on dying yet. I am here to fight for a chance at survival, no matter how slim that chance may be. We're not in a situation where death is our only option, are we? Ich werde dir helfen. Thank you for placing your trust in me. Come to think of it, many good things have happened to me since you arrived in Jinjo. Thank you, Rover. Ich bin immer für dich da. Ich werde dafür sorgen, dass du sicher rauskommst. Ich werde mit dir das Hütnet helfen. Bin für dich da. My teacher Chung Li told me it's up to both of us to solve the crisis at Mount Firmament. As I know, you have a special connection with our Sentinel. I need your support in this decision. Oh, das wird nicht günstig. But don't worry. I'm prepared. This isn't about succumbing to destiny. It's about embracing it fully. I am grateful to have you by my side through it all. Ja, trotzdem bist du... Hallo? Ah, jetzt. Mann, eins. Oh, ich habe nur noch zwei. Hab ich dann eigentlich... Wenn ich ins Inventar gehe... Da. Das Zeug. Denk mal, das Zeug. Basisnährstoffblock. Verwenden. Gegenstand kühlt ab. Echt, einen kann ich nutzen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Und dann muss ich 30 Sekunden warten? Und warum geht es nicht runter? Das ist eher Rero-Schaden. Ausdauer, okay. Also das ist ja mal, boah. Wo soll ich eigentlich hin? Oh ja, stimmt, das Wasser ist ja... Oh ne, warte mal, ich soll ja da hin, Alter. Hör auf, einfach wegzugehen, Mann. Erstmal so. Und so. Und so. Macht das andere überhaupt Sinn? Um dann rüberzugehen vielleicht, ne? Kann ich das nicht einfach von hier irgendwie bombardieren? Also ich darf ja auch nicht... Doch, ich springen darf ich. Ich meine, wenn ich jetzt einfach... G drück? Ah. Oder auch nicht. Oh ja, warte mal. Da ist ja Nummer 1 gewesen. Was ist denn das da? Ah, ja. Ist da oben Nummer 1?
Prinz Desta überhaupt? Okay, weil ich es dann von hier aus nehmen kann. Hä? Du jetzt verarschen, dass es nicht runterbekommen? Ja, jetzt hat. Oh Gott, ich kann auch auf dem Wasser auch einfach laufen, aber ich habe es trotzdem getroffen. Oh, da ist noch eins. Ja, es sind diese wieder 2056. Obey me. Now I'm super. Grow for me. Growing against wind. Oh, so ist schon wieder alle voll. Geh nicht ins Licht, Carol Ann. Siehst du, so können die Kämpfe. Warum die Säcke plötzlich auf 65 war, keine Ahnung. Sollte das ein Zwischenboss darstellen oder so? Was war denn das eigentlich? Ach, um so ein Ding zu zerlegen. Get that flare stone. Ah, lass mich raten, das Arschloch ist auch 65. Aber okay, die kleinen Scheiße sind noch 65. Wow. Leave it to me. Going against wind. Imitation. Alter, der ist voll schnell, der Hund. No mercy. Obey me. Ey, ich bin nur ausgewichen. Was soll denn der Scheiß? Also manchmal funktioniert das Ausweichen nicht, glaube ich. Oder ist es echt so die letzte Sekunde, die mich verkackt? Alter, ich komme nicht mehr raus. Ey, Alter. Dass diese Arschlöcher so viel aushalten, kotzt mich an.
sind das so fuck normale Gegner und trotzdem. Und durch das ganze Scheiß ausweichen, kriege ich auch meine Ausdauer nicht mehr hoch. Oh Gott, was ist das? Fluorescent Shadows. Take flight. Warum greifst du denn den an? Greif doch jetzt mal den Scheiß Spasti an. Dieses Fakziersystem ist der größte Rotz, Alter. Ich weiß, du kannst anvisieren, aber trotzdem, wenn ich neben einem stehe, will ich, dass er den anvisiert, Alter, und nicht den Typen, der 2 Kilometer weiter steht. Und mir kann keiner erzählen, dass es Absicht ist, dass er den Stärkeren anvisiert. Jetzt kann ich mich wenigstens auf den scheiß Spasti konzentrieren. So, jetzt weg mit dem Drecksviech. Done. Two more to go. Boah, Alter, das war erst eins. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Ich hab vergessen, dass es 3 waren. Hä? One last flare stone to go. Hä? Warte, was? Du machst die ganze Scheiße, um dann einfach alle 3 nacheinander zu aktivieren? Was zur Hölle? Ach ja. Ja, das kommt davon, wenn du in dem Kampfsystem nicht voll drin bist, einfach. Naja, und nicht, wenn du gut gelevelt bist und alles drum und dran. Ach so, ich hätte es einfach. Soll ich das einfach zerstören? Oder was? Ach ne, ich kann das Ding eh nicht mehr verwenden. Hä? Ach so, jetzt kann ich da durchgehen, fülle das Wasser auf und. Ah. Wobei ich mir ja denke, wir würden da eigentlich eine spezielle Zeit festgelegt. All set. The Sentinel should be able to break free now. Yes. I believe so. Ich meine, wir würden die Zeit festgelegt. Let's head back to the Sentinel's place. Weil du müsstest ja im Prinzip in dem Moment, wo das Wasser
oben ist, müsstest du einen Zeitpunkt festlegen. Und wenn das Wasser abfließt, müsstest du einen Zeitpunkt festlegen. Ist nicht so, als ob du dir bei solchen Zeitgeräten ja wahrscheinlich einfach aussuchen kannst, welchen Zeitpunkt du jetzt zurückdrehen wirst. Das ist mit dem Event eigentlich. Ah. Und dann geht der Scheiß eigentlich. Oh, dauerhaft. Okay. Mich stört immer noch das Plitschplatsch. Aber normal kacke ich eigentlich nicht so oft. Ja, aber doch, eigentlich mache ich das gern so, dann so schauen, so, Alter. Also diese Kleinigkeiten dann. Man reitet ein bisschen gern drauf rum, weil es auch Spaß macht ein bisschen. War die Höhle überhaupt so groß? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hey Wuff, was geht? Hä, der Drache schaut schon geil aus, Alter. It has been quite some time. Oh, eine weibliche Stimme? Keine Ahnung, bei Drachen nimmst du meistens automatisch an, dass sie männlich sind, ne? Aber ist einfach nur Angewohnheit. Oh, das schaut auch cool aus. And greetings, Lord Arbiter. Or should one address you as Rover now? Ich bin Schiedsrichter. Heißt Arbiter Schiedsrichter? One cannot discern the cause of your arrival. Yet its significance heralds Jinjo's fateful juncture. Mama, es interessiert mich jetzt Arbiter. Arbiter heißt echt Schiedsrichter? Wow, ich fand den Namen immer echt cool. Jetzt ist er ja voll ätzend, Alter. Das heißt einfach nur Schiedsrichter. Also nicht Schiedsrichter wahrscheinlich im Fußball, aber halt so ein Richter. Shall a child who has lost their memories take up arms and fight for their fate? Or shall they retreat to their cradle and slumber? The seed of the future shall be sown in this very moment. Was meinst du mit Schiedsrichter? Was soll ich tun? Once the situation settles, an explanation shall be provided. For now, one must implore you to simply engage, decide and observe. Also er ist scheinbar, so wie es jetzt anscheinend, so wie es wirkt, wie so ein Überwacher der Welt. Würde ich jetzt einfach mal interpretieren am Anfang? Ach, das hängt an ihrem Horn. Ich denke mal, warum sind da Schwerter in der Luft? Okay, weiter. Jinji, your journey has been an arduous one. Aside from aiding one in this predicament, surely there are other inquiries you wish to make. I cannot bring myself to ask for more. All I seek is the truth. Mount Firmament is in grave danger. Regarding the temporal mandate and your injuries, please do not keep the truth from me any longer. One understands your concerns. The timing may not be optimal for this disclosure. Yet in the midst of crisis, one must act with expedience. For one will soon perish,
one such as this, of immortal nature, is designed to endure for all time. Yet one suffered severe harm in ancient times, and now relies on the Myunlong chamber for survival. This is not the optimal solution. For a long time, one has had to use this chamber to replenish energy, hoping to delay the inevitable doom. Yet fate cannot be defied. The Fraxidus have conspired against this one. Now, the injury only worsens. The Myunlong chamber can no longer prolong one's life. Wenn du stirbst, das wird mit Jinzo passieren. Oder Jinjo. Jinjo. The city of Jinjo will be no more. Ever since one descended upon Mount Firmament, using the power of temporal mandate to repel tacit discords, time has been in disarray within this location. The fate of Jinjo was sealed from that moment on. Over the past millennia, one has defied the laws of nature and sustained Jinjo at the cost of one's own life force. Otherwise, the temporal disruption would wreak havoc not only on Mount Firmament, but on the entire region of Jinjo. If this were to happen, all life will be engulfed in a chaotic storm of twisted time flow. Was würde mit ihnen passieren? Jinjo shall forever remain frozen in time. The past and the future melt into one, rendering life indistinguishable from death. The ceremonial rituals and endless battles persist, intertwining joy and sorrow into an eternal blur. All inhabitants of Jinjo shall endure this perpetual fate until time itself ceases to exist. It is this one's own doing, and one must put an end to it. In the coming days, one will exert every ounce of strength to freeze the time in Jinjo at the cost of one's remaining life. In that moment, Jinjo will fall into stillness, but not perish. In the distant future, the people of Wanlong may discover a method to rescue Jinjo. Is there truly nothing else we can do? This is not the optimal solution, but it suffices as an option. Please, forgive me, but I cannot do as you say. A decade, a century. What if nobody comes up with a solution? By that time, the world will have turned its back on this forgotten city. And who would be willing to spend precious resources rescuing a small city in a far-off corner of the world? Jinjo's fate deserves better than an uncertain future. Whilst one may not live to witness the future, one can still envision endless possibilities yet to come. In my deduction, this method proves to be the most effective and stable. Sorry, ich habe keine Ahnung, was gerade spinnt. Irgendein Kabel, Alter. Ich habe da gerade nämlich irgendwo hingelangt und dann plötzlich so, hä, was ist jetzt los? Jetzt ist es irgendwie wieder stabil. Wenn ich da rumrüttel. Komisch Zeug. Also sorry. Magistrate Jinji, as you express doubts,
Pray tell, how do you propose to solve this issue? The flow of time upon Mount Firmament is in disarray, and it can only be contained through one's utmost effort. If one does not freeze the time now, the situation in Jinjo shall surely worsen a hundredfold, or even a thousandfold, after one's passing. You once predicted a destined battle between us. Is it true? Correct. I was lost at first, struggling to grasp the prophecy's meaning. Only when I learned of your actions alongside the court of Savante did it all become clear. By clashing two resonating powers, a second resonance awakening can be induced. Through this, I am able to push my resonance ability beyond its limits and invoke the temporal mandate to restore the flow of time. Though I will be forced to raise my blade against you. Ridiculous! If you clash with my resonance power, even the smallest mistake will result in overclocking and leave you nothing but an empty husk. You are well aware of its excruciating effects. The pain you feel now is but a faint scratch in comparison to its true torment. Moreover, you will be trapped within the fissures of time itself. Your being will be relentlessly shredded and mended day after day, denied any respite for eternity. Ach so, das ist das Glas, was vorhin zersplittert ist. Ich denke, was zur Hölle ist das jetzt? Ist das ein Bug? But I can restore the errors in the flow of time. Isn't that why you saved me all those years ago? I'm just doing what you've been doing all along. Going against fate to keep Jinjo safe. Jinshi, you are given one last opportunity. Let me freeze the time, and I can ensure your safety. Es bringt doch nichts, wenn du dann Ewigkeiten eingefroren bist. Du kannst auch gleich hier dran drauf gehen. Echt, Alter, das ist jetzt nicht vertont. Es muss einen anderen Weg geben, was, wenn ich ihr helfe? Ich bin, oder ist es gleich vertont? Bestimmten Grund hier. Was, wenn ich ihr helfe? Ich bin aus einem bestimmten Grund hier. You are only here to witness before the right time arrives. But you are not compelled to remain idle. Should you intervene, you may augment Jinshi's odds of survival by a fraction. Command me to transfer my temporal mandate access to Jinshi at the right moment. The moment of her resonance ability's depletion, when she is teetering on the brink of overclocking and near death, then we may still save her life. Miss that moment by even the slightest margin, and Jinshi's fate will be sealed. Ich werde alles tun, was ich kann, um Jinshi zu schützen.
Kämpfen wir jetzt hier? Oh, die wird mir so den Arsch versuchen. But I was lucky enough to be saved by you. Allowing me the chance to see the glittering lights of Jinzhou for myself. You rewinded time to save me. I am responsible. Jinzhou is my home. If it's ever in danger, I will do everything in my power to protect what I hold dear. Even at the cost of my own life. Such a valiant speech. Do you know the weight of this decision? I understand your concerns. I will reach my second awakening with our destined confrontation and restore the time flow. Are you willing to bet on me? Restore the time flow. Pray, from where does this confidence arise? You are my resonator, but your strength is only a fraction of mine. There is little chance for you to retreat unscathed. But I can at least win some hope for our people. Even if it costs me my soul, my everything, I cannot die without trying. I may only bear your power for a fleeting moment. It's all I need to secure a better future for Jinzhou, defying all of your predictions. And I can keep you safe. If there is anyone who can face you in a fight, that person has to be your resonator. I will be your final winning move. In this game. Are you truly ready to challenge a being worshipped by your kind? Will you not regret it when you meet your bitter demise? I will not regret it, no matter what. Very well, Magistrate of Jinzhou. Come to the summit. Demonstrate your prowess. Show me how you shall be my triumphant ace. Jetzt würde ich das Ding gern im Englisch, im Japanischen oder so hören. Weil das hat ein bisschen weniger kraftvoll gewirkt. Wo soll der gehen wir eigentlich hin? Also da.